Spüre die Lieferung auf. Okay, ich hole meine Schnüffelnase raus. Ach, ich habe ja schon meinen Hund. Und dann erschnüffle ich hier die Lieferung. Hoffentlich. Schmetterlinge. Ganz viele Schmetterlinge. Ja, das sieht nach dem Lager aus. Hallo, Banditen, wie geht's euch? Ich bin's. Was? Wer ist das? Verflucht. Willem, du nutzloser Mistkerl. Schnappt ihr euch? Sie, sie, ich bin ein Mädchen. Ihr Zeug, kommt mit auf den Haufen. Na, 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 ihr kriegt nicht meinen Loot. Also bei meinem Loot bin ich pingelig, den gebe ich nicht her. Den habe ich mir selbst hart erarbeitet und ergaunert. Guten Abend, Spezies, schön, dass du da bist. Gib doch hier nicht mein Loot her, also wirklich. Nie im Leben. Hey. Hey, jetzt hört mal auf, hier mit so an mir rumzuschnitzen, Leute. Das ist nicht freundlich. Wenn's mir schadet, ja nicht, ne? Au, 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 au. Nicht nett, gar nicht nett. Siehst schon, das ist wieder ein richtiger Kampf, Linde gleich am Boden. Hält nur so wenige Sekunden, das finde ich aber nicht nett. Ich glaube, wir werden uns demnächst wieder ausruhen können. Aber hey, was? Vielleicht war ich ein bisschen vorschnell, als ich gedacht habe, dass ich die Banditen gut schaffe. Nein, 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 nicht überfahren sein. Das ist gut, das mag ich nicht. Mag ich ganz und gar nicht. Verfahren sind nicht nett. Ja, das ist sogar so sehr ein Kampf, dass sogar zwei auf der Schnauze liegen. Es wird definitiv nicht wie meine Runs bei Dragon Age damals, wenn ich es mir zum Ziel gesetzt habe, dass niemand umgehauen wird und sich Verletzungen einhandelt.
Wanderkampf. Ich habe aber noch ein paar Bonus-Hitpoints. Ach ja, Mensch, die Lin hat mal wieder geprellte Rippen. Neuigkeit. Und er hat sich die Schulter abgerissen. Ja, das klingt auch nicht angenehm. Wenn ich mal ein paar mehr von den Heal Potions habe, werde ich die, glaube ich, auch verwenden, wie sonst noch was. Wir haben die Kiste gefunden. Wurde aufgehebelt, aber der Inhalt ist noch da. Okay. Gut. Und eine zerfetzte Notiz, auf der Tapferkeit plus 15 steht. Das ist schön. Eine tolle Notiz. Daraus habe ich jetzt ganz schön was gelernt. Super. Beste Notiz aller Zeiten. Hat die Initialen TRS in den Baumstamm gesetzt. Certainly. Wer auch immer TRS ist. Ich wollte euch gar nicht stören, ihr Trolle. Wirklich nicht. Können wir noch mal drüber reden? Ich weiß nämlich nicht, ob ich die Trolle schon pack. Ja genau, in den Staub mit dir. Ich habe das übliche Problem, dass ich ja eigentlich rasten wollte. Das ist schön, dass sie jeden ihre Platz für ihre Freunde macht. Halleluja, das ist hier nicht das übliche Trollproblem, dass du ihnen nochmal Feuerschaden machen musst, damit sie wirklich, wirklich tot sind. Hier kommt, der kann sich doch auch nochmal hinlegen. Nein, mal gut, dann halt nicht. Ja, mein Tank tankt. Und mein Hauptcharakter hält sich schön zurück. Und tut mal so, als wäre sie eine richtige Waldelfe, die auf Entfernung Dinge tut. Dauert hier vielleicht noch eine Weile und ihr so? Aber immerhin verfehlt man sich gegenseitig ganz gut. Ja. Mit ihm, für all deine Freunde. Die macht das mit den Krits vielleicht so ein bisschen so, wie andere Leute ihre Kinder füttern. Dann heißt es doch immer ein Löffelchen für Oma und eins für Tante Erna und eins für den Kindergartenfreund und so krittet sie. Für jeden Freund ein Krit.
Ja, das ist doch gut, wenn er immer unterbrochen wird. So mögen wir das. Ja, da sehen wir, warum das die Black Meadows heißt, weil hier ist ziemlich schwarz auf dem Boden. Ah, Wichte. Wichte sind einfach zu besiegen. Wichte können wir schaffen. Komm, Wichte sind easy. Hey, habt ihr nichts dabei, ihr Wichte? Was soll denn das? Hört euch doch nicht einfach nur so aus Spaß. I'd be glad to. Ach, noch einer. Oh, das war jetzt aber schwierig. Ja, Crit für 19 Schaden. Schön. Oh, da lebt ein Reh schon tot rum. Ich war es nicht. Dieses Reh, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Ich schwöre. Diesem Reh bin ich noch nie begegnet. Oh, aber der ist ein Hirsch. Hi. Fang den Hirsch. Der Hirsch hat wenigstens auch was dabei. Immerhin. I'd be glad to. Aber mit Leiche. Interesting. Ach, ein Rastvorrat. Da könnte man ja glatt denken, das sei ein Zeichen. Nimm den besseren Bogen. Ist zwar auch größer, aber. I'm here. Ich bin hautfähig. Weiß nicht, ob ich das erlaubt habe. Oh, leg dich hin. Du legst dich auch hin. Und überhaupt, wir legen uns jetzt gleich alle hin. Dann schlafen wir uns einmal so richtig aus. Mal hier schon an so einem Lager rumstehen. Mit einem Rastvorrat drin. Der schreit, los, benutz mich. Oder so ähnlich. Ja, da wo das lila Leuchteversteck ist. Genau da rasten wir jetzt und dann nehmen wir uns den Rastvorrat, der da drin ist, mit und dann sind wir wieder voll.
Du erwachst von dem Gefühl, geschüttelt zu werden. Als du die Augen öffnest, siehst du Idea über dir stehen. Er rüttelt mit seiner Hand an deiner Schulter. Er sieht besorgt aus. Deine Augen sind schwer und du siehst verschwommen. Das vage Unwohlsein von Albträumen, an die du dich nicht erinnern kannst, vernebelt deine Gedanken. Ich weiß nicht, ob du in der vergangenen Nacht überhaupt geschlafen hast. Oh Gott, das kenne ich sehr gut. Hey. Hey. You're awake? Good. You were kind of thrashing around, eyes rolled back in your head. You were shaking. Trying to snap you out of it for a long time now. I was gonna have to get a bucket of cold water. Danke, dass du es nicht gemacht hast. You don't seem like you get much rest at night. You got those dark circles under your eyes. Ja, aber dagegen gibt's ja Make-up. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Ja, ich komme schon irgendwie durch. Ja, vertrauenerweckende Antwort. In letzter Zeit nicht. Nachts kommen Träume und flüsternde Stimmen. Ja, aber ich bin ja ein ehrlicher Elfe. It's the Watcher thing, then. I'm sure it just takes some time to adjust, is all. I'll try to let it sort itself out. But you'd better wake up faster next time. Trust me, you don't want that bucket of cold water. Nee, will ich nicht. Deshalb lass es einfach. Ich wach schon von alleine auf. Muss mir hier wirklich nichts überschütten. Ja, wunderschön. Foltervision und Troll. Hey. Kann ich vielleicht nicht gleichzeitig Vision und Trolle haben? Danke. At once. Ah, wie süß. Knochen von so einem niedlichen kleinen Drachen. Frischer Putzig. Noch ein Troll. Charge! Ja, jetzt werden hier wieder die Trolle totgequält. Langsam, qualvoll, schmerzhaft. I'd be glad to.
denn gesagt, dass ihr auch Leute umschmeißen dürft? Das ist aber nicht so nett. Oh, au, 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 au! Seid ihr hier ein bisschen gefährlich drauf, ne? Können wir den anderen jetzt einfach gleich daneben legen? Wenn noch böse Dinge passieren? Lava, du Bionzi! Lava! Ich glaube, da legt sich gleich wieder jemand. Oh, oh nein, es hat sich niemand hingelegt. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Wir haben das wandelnde Holz bezwungen. Certainly. Wir haben ein Altar von Galloway gefunden. Wunderschön. Die Knochen machen echt tolle Stimmung. Meinst du? Also ich weiß, dass man da später irgendwann einen NPC treffen kann, aber das ist noch eine ganze Weile hin. I'll see what I can find. Okay, ja gut, du weißt, das ist in Ordnung. Das ist ein schlauer Hase. Warte. Guter Zauberstab. Sache, so Zepter macht halt Flächenschaden, aber ein guter Zauberstab ist immer ein guter Zauberstab, ne? Das war auch so. Jetzt sag mir nicht, dass du jetzt das mit dem Riechen im Chat übernommen hast, Schätzelein. Oh, und noch so ein süßes Drachenskelett. Mh, niedlich. Oh, und da sind Feldmäuse dazwischen. Ja. Okay, ja, gut. Gut, dass sich das erledigt hat. Absolutely. Ich mag es, wenn Gegner auf einmal alle gleichzeitig umfallen. Schuhe! Wahnsinn. Tut mir leid, Jungs, aber das sind meine Schuhe. Ich habe nämlich noch keine. Ihr müsst warten, bis wir andere Schuhe finden. Okay.
dann gehen wir da unten den Teil nochmal da. Hier irgendwo das Wasser. Ach, da kann da auch das Wasser drin rum. Das ist aber ein komischer Fluss, der hier einfach mal so aufhört. Aber hübsch. Also, davon abgesehen, dass hier überall das Gras verbrannt ist. Oh, nach dem Waldtroll. Hey. Guten Tag, Herr Troll. Ich würde Sie gerne umbringen. Das ist mir ein inneres Anliegen. Ich würde Sie auch gerne nochmal umschubsen. Na gut, ich möchte sie doch nicht umschubsen. I'd be glad to. Dann gehen wir hier noch so ein bisschen querfeld ein. Und das nächste Drachenskelett, wie viele tote Drachen liegen denn hier rum? Eine, zwei, drei. Was ist denn hier passiert? Wer hat denn die ganzen Drachen abgemurkst? Ein Blümchen. Noch ein Troll. I'd be glad to. Ja, und damit kennen wir jetzt den Teil und können dem Schmied seine Lieferungen theoretisch zurückbringen. Okay, jetzt ist der Highclan zwar nicht mehr da, aber die Schadensstatistiken besagen bis jetzt, dass Lin sich eigentlich ganz gut schlägt. Also er ist beim Schaden bei fast 2,3k, er bei 3,3 und sie bei 4,4. Also ich würde sagen, sie schlägt sich eigentlich so als Damage-Dealer ganz gut. Denn sie hat den anderen gegenüber ein kleines bisschen Vorsprung. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Aber jetzt auch nicht so viel, ich meine. Das war eine Ruine und ein paar Wölfe. Obwohl sie irgendwann in jedem Kampf am Boden liegt. Genau das. Ah, guck mal, ich habe noch einen neuen Wald gefunden. Na, Halleluja. Ich reise jetzt aber erstmal nach Gilded Vale zurück. Komisch, kaum war ich in den Black Meadows, sehe ich quasi die ganze Karte. Scheint ein sehr wichtiger zentraler Ort zu sein. Schmiede, Schmiede, da, Schmiede. Hallo, ich habe dir dein Kram wiedergebracht. Ja, ich habe die Lieferung gefunden.
Gaetano streckt die Hände nach der Kiste aus und hebt sie mühelos auf den Tresen. Ein breites Grinsen zieht ihm übers Gesicht. Ja, das ist so tatsächlich. Das sind ja hervorragende Neuigkeiten. Endlich können wir wieder an die Arbeit gehen und dir zeigen, was schwarze Hammerqualität bedeutet. Nicht diese leichten Schwertchen da. Es gab viel positive Reputation. Hier, ein kleiner Vorgeschmack für dich. Er duckt sich hinter den Tresen und kommt mit einem schweren Holzschild in der Hand wieder hoch. Großartiges Material stand dafür nicht zur Verfügung, aber es ist immer noch schwarze Hammer Handwerkskunst. Nimm das doch ruhig schon mal. Oh ja, die Speisekammertür. Das ist für lange Zeit einfach der beste Schild, den man kriegen kann. Meiner Meinung nach zumindest. Und ich finde super, dass man ihn schon so früh kriegt. Ich habe den, glaube ich, bis fast zum Ende. Ich glaube, am Ende habe ich ihn irgendwann tatsächlich mal ausgetauscht. Aber der hat sich durch meine Waffensets immer so durchgezogen. Obwohl ich irgendwann, ich glaube, ich habe am Ende 3 Charaktere mit Waffe und Schild gehabt. Und dieser Schild hat sich in irgendeinem Waffensetter, der sich immer gefunden. Weil der für den Anfang eigentlich echt gut ist und auch über lange Zeit vom Spiel gut bleibt. Freue mich immer, wenn ich ihn kriege. Ja, ich kann mich auch über Schilde freuen. Nicht so sehr wie über kleine pieksige Waffen, aber ich freue mich auch mal über ein Schild. Und hier auch noch ein paar Münzen für deine Schwierigkeiten. Ein zufriedener Gesichtsausdruck verdüstert sich. Hast du jemanden beim Wagen gefunden? Auch ja, so ein paar Banditen. Aber nicht deine Leute. Ja, das ist die Speisekammertür. Vermutlich waren sie nicht der Ansicht, dass es sich lohnt, für Eisen zu sterben. Ah, stimmt, ich habe keine Leichen gefunden. Aber ja, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass er noch lebt. Also der Wagen wurde von Banditen erbeutet. Ich wage zu bezweifeln, dass deine Leute noch am Leben sind, aber man kann ja mal hoffen. Gaetano schüttelt den Kopf und fährt sich mit einer Hand über seinen kahlen Schädel. Die armen Kerle. Ich sagte ihnen immer zu, ein paar Wachen anzuwerben, anstatt sich das Geld dafür in die eigenen Taschen zu stecken. Er seufzt. Wir werden noch mehr Helfer einstellen müssen. Du möchtest dich nicht zufällig in Gilded Vale niederlassen und das mit Auslieferung probieren? Er lächelt schwach. Nee, darf ich nicht. Der Magistrat hat gesagt, ich darf hier nicht wohnen. Tut mir leid, ich bleib leider heimatlos. Aber ich bin ja eh Landstreicherin. Ich will hier gar kein festes Zuhause. Schnüff. Vielen Dank für deine Unterstützung, Freundin. Gib mir ein bisschen Zeit am Schmiedefeuer, dann kannst du dir eine Waffe aus der nächsten Produktion aussuchen. Oh, ja, schön, mach ich. Helf mir dran denken, dass ich das auch tatsächlich tue. Ich hoffe, dass man das wirklich tun kann. Hier, guck mal, der hat dir extra eine schöne Tür besorgt. Steht dir. Also du kannst es tragen. Dann würde ich sagen, wir machen für heute Schluss. Denn jetzt haben wir ja noch unsere gute Tat für zum Abschluss getan. Und das nächste Mal würde ich dann hier dieses Gebiet hier erkunden und dann weiter Richtung zum Strand, wo diese Hebamme wohnen soll. Dann da den Trank für die Aufbau besorgen. Ja, mit Lord Redrick möchte ich mich noch nicht anlegen. Da möchte ich, glaube ich, dann erstmal andere Sachen zwischendrin machen. Außerdem ist es, glaube ich, ein bisschen tricky und ich muss es erst recherchieren, wie das nochmal geht.